Manche Begegnungen hinterlassen bei uns ein ungutes oder seltsames Gefühl. Doch in den heutigen Fällen wussten die Menschen nicht, dass sie nur um ein Haar ihrem Tod entkommen sind. In einem der Adventskalender-Videos haben wir bereits über so eine Begegnung gesprochen. Ein gruseliges erstes Date. 1970 traf sich ein junges Paar zu ihrem ersten Date. Sie amüsierten sich sehr und beschlossen, eine Nachtwanderung im Provo Canyon zu machen und gingen in den Wald. Aber die beiden fühlten sich dabei sehr komisch, so als würde etwas nicht stimmen. Obwohl der Mann den Wald wie seine Westentasche kannte, wurde er das Gefühl nicht los. Sie hörten Rascheln im Gebüsch und plötzlich stolperte er über etwas Weiches. Es war dunkel und er konnte den Boden unter sich nicht klar erkennen. Und das Gefühl wurde immer schlimmer, also rannten sie davon. Jahre später sahen sie ein Fernsehinterview mit einem berühmten Serienmörder. Als der Interviewer ihn fragte, wann er während seiner Mordserie fast erwischt worden war, antwortete er, als er im Wald war, stolperte jemand tatsächlich über die Leiche. Er hatte sich im Gebüsch versteckt und konnte nicht glauben, dass der Mann einfach so davonging. Der Mann im Gebüsch war Ted Bundy. Doch das war bei Weitem noch nicht die einzige Begegnung mit Ted Bundy. Bundy nutzte regelmäßig seinen Charme, um junge Frauen zu entwaffnen und sie in sein Auto zu locken. Es war ein regnerischer Morgen in den frühen 70er Jahren. Pam Pryan hatte gerade ein neues Semester in der Brigham Young University in Utah begonnen. An diesem Morgen war sie zu früh zum Unterricht gekommen, als sie einen jungen, gut aussehenden Mann bemerkte. Er wich dem Regen unter der Terrassenüberdachung des Wilkinson Centers aus. Als ich näher kam, sagte er: Hi, studierst du hier? Ich antwortete: Ja. Ich habe hier so viele gute Leute gesehen. Ich komme von außerhalb und muss in der Innenstadt von Provo einen Vortrag halten. Könntest du mich zu meinem Auto begleiten, damit mein Anzug bei diesem Regen keine Flecken bekommt? Pam kam dem charmanten Fremden entgegen, da sie eh noch ein paar Minuten zum Unterrichtbeginn hatte. Sie hatte einen Regenschirm in der Hand und sah keinen Grund, ihm nicht zu helfen. Außerdem trug sie einen Regenmantel. Wir gingen durch drei verschiedene Abschnitte des Parkplatzes und entfernten uns jedes Mal weiter vom Wilkinson Center und von meiner Klasse. Also fragte ich: Wo ist Ihr Auto? Es ist nur noch ein kleines Stückchen weiter. Wir gingen noch ein paar Schritte weiter, als ich plötzlich spürte, wie er den Gürtel an der Rückseite meines Mantels packte. Sie zuckte und rannte ein paar Schritte zurück, bevor sie sich umdrehte und ihn anstarrte. Der Fremde fragte sie, warum sie weggelaufen sei, und sagte, dass sie ihr nichts tun wollte. Komm zurück und hol deinen Schirm. Sie können ihn behalten. Und sie rannte davon. Später hatte sie das Gefühl, sie hat sich irgendwie lächerlich gemacht. Aus diesem Grund meldete sie den seltsamen Vorfall nicht dem Sicherheitsdienst der Universität. Ich erinnere mich, dass er sehr nett und extrem gut aussehend war. Ich dachte immer wieder daran, dass ich wahrscheinlich überreagiert hatte und bei diesem Fremden ein schlechtes Bild von der Kirche und meiner Universität hinterlassen hatte. Als Ted Bundy gefasst und inhaftiert wurde, war Pam schon nach Arizona gezogen. Sie wusste nicht, wie er aussah, bis sie eine Fernsehsendung über den Mörder sah. Ich fand es seltsam, dass es hieß, er sei in Provo und habe dort ein Mädchen getötet. Ich dachte an mein Erlebnis mit dem gut aussehenden Mann in dem schönen Anzug. Als ich mir den Rest des Films ansah, zeigten sie ein Bild von Ted Bundy. Ich schaute in dieses Gesicht und sah diese Augen. Und ich wusste, dass er es war, vor dem ich davonlief. Ted Bundy hatte gegenüber seinem Anwalt zugegeben, dass er 1969 das erste Mal versuchte, eine Frau zu entführen. Er deutete auch an, dass er sein erstes Opfer 3 Jahre später tötete. Obwohl sein erstes bekanntes Opfer erst 1974 starb. Genau die Zeit, in der Pam von ihm konfrontiert wurde. Schließlich wurde Ted Bundys Prozess zu einer Mediensensation, da ihn mehrere Frauen in der Todeszelle heirateten und seine Unschuld beteuerten. Trotz seines Charmes und seiner Fähigkeit, sich im Gerichtssaal zurechtzufinden, wurde er 1989 in Florida auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet.
Doch nicht nur Pam Prine hatte eine seltsame Begegnung. Ein True-Crime-Autor begegnet dem Times Square Torso Ripper. Richard Cottingham galt als ein eher sanftmütiger Computertechniker für die Firma Blue Cross Blue Shield in New York. Damals ahnte noch niemand, dass Cottingham ein Doppelleben als Serienmörder führte, der Prostituierte in schäbigen Hotelzimmern am Times Square ermordete, zerstückelte und verbrannte. Eine Zeit lang brachte Richard Angst und Schrecken in die zwielichtigen Straßen von New York, bevor er schließlich als Serienmörder identifiziert werden konnte und von der Presse den Spitznamen Times Square Torso Ripper erhielt. In seinem Buch The New York Ripper hat der Autor und Historiker Peter Wronski eine zufällige Begegnung mit dem Mörder festgehalten. Als Peter im Jahr 1979 mit nur wenig Geld in New York gestrandet war, suchte er sich ein günstiges Hotel am Times Square. Der damals 23-Jährige betrat das Travel Inn Motor Hotel, unwissend darüber, dass sich der Serienmörder Richard Cottingham zur selben Zeit in diesem Hotel befand und nur kurz zuvor zwei Frauen ermordete, deren Köpfe und Hände er in einer Tasche aus dem Hotel trug. Der Rest ihrer Körper lag brennend auf ihren Einzelbetten im Obergeschoss, während Peter gerade auf seinen Aufzug wartet, der jedoch aus irgendeinem Grund festzustecken schien. Er wird später die Vermutung äußern, dass Cottingham in diesem Moment die Türen des Aufzuges offen hielt, um zu überprüfen, ob das von ihm gelegte Feuer immer noch brannte. In seinem Buch schreibt Peter: "Das war sehr leichtsinnig von ihm. Ich hätte die Treppe genommen, aber so sind Serienmörder nun einmal. Von Natur aus rücksichtslos." Sein Bedürfnis, den Tatort zu kontrollieren, ihn zu genießen, selbst wenn er davor flieht, war größer als jedes Gefühl der Vorsicht. Und tatsächlich sollte Cottinghams Rücksichtslosigkeit nur etwa 6 Monate später zu seiner Verhaftung führen. Es ist der Morgen des 22. Mai 1980, als die Polizei in New Jersey auf laute Schreie im Quality Inn Hotel aufmerksam wird, die aus dem Zimmer 117 zu hören sind. Wie sich schnell herausstellt, stammten die furchtbaren Schreie von der 18-jährigen Leslie Ann O'Dell, eine jugendliche Ausreißerin, die nur wenige Tage zuvor damit begann, sich in Manhattan zu prostituieren. Cottingham hatte sie dort abgeholt und war mit ihr nach New Jersey gefahren, bevor er sie in dem Hotel über einen Zeitraum von mehreren Stunden folterte. Nachdem die Polizisten auf ihre Schreie aufmerksam wurden, gelang es ihnen, Richard Cottingham im Hotelflur festzunehmen, wodurch sie seinen grausamen Morden ein Ende setzten. Über 3 Gerichtsverhandlungen häuften sich die Vorwürfe gegenüber Cottingham, bis dieser schließlich für den Mord an 5 Personen sowie mehreren Entführungen und sexuellen Übergriffen zu 300 Jahren Haft verurteilt wurde. Der Versace-Killer. Gianni Versace war einer der berühmtesten und erfolgreichsten Modedesigner des 20. Jahrhunderts. Andrew schoss Gianni 2-mal in den Hinterkopf, als dieser gerade das Eingangstor an seinem Haus in Miami Beach öffnete. Doch der Modedesigner war nicht das einzigste Opfer von Andrew Gunanan. Andrew, der 27-jährige Flüchtling aus Kalifornien, hatte in den letzten 3 Monaten schon 4 weitere Menschen getötet. Die Journalistin Jamelia King erzählt 2018 auf Twitter von einer erschütternden Kindheitserinnerung, in der sie von der Begegnung mit dem Serienmörder spricht. Es war im Frühjahr 1997. Jamelia besuchte die 6. Klasse und ging nach dem Unterricht in den Panhandle Park in San Francisco, um Basketball zu spielen, so wie sie es immer tat. Diesmal bemerkte sie jedoch einen Mann, der sie beobachtete. Er war jung, aber eindeutig ein Erwachsener. Er kam Jamelia ziemlich verdächtig vor. Als er sich von Weitem näherte und unter den Korb stellte, hatte sie genug gesehen und schnappte sich ihre Sachen. In diesem Moment schaltete sich Andrew ein und sagte zu ihr: "Du solltest weiter üben." Jamelia ging weiter auf ihr Fahrrad zu, als Andrew ihr $1 anbot. Dies funktionierte leider bei der 11-Jährigen. Schließlich war $1 genug, um 2 Schokoriegel zu kaufen. Aber zum Glück war sie schlau. Jamelia rannte auf Andrew zu, riss ihm den Dollar aus der Hand, sprang auf ihr Fahrrad und fuhr davon. Erst Monate später wurde ihr klar, in welcher Gefahr sie sich damals befand, als sie Andrews Verhandlungsfotos im Fernsehen sah.
Eine seltsame Fahrt. Felicity Nightingale begann zu trampen, als sie 22 Jahre alt war. Es war im April 1980 und Felicity musste den ganzen Sommer über in einem Dorf in Mittel Wales arbeiten. Da sie kein Auto hatte, fuhr sie häufig per Anhalter zur Arbeit und wieder zurück. Eines Tages machte sie eine seltsame Begegnung, die sie nie vergessen wird. Nachdem sie per Anhalter zu einer Tankstelle an der M5 gefahren war, bot ihr jemand an, sie mitzunehmen. Das war schon etwas seltsam, da sie ihn noch nicht einmal gefragt hatte, aber er schien ganz nett zu sein. Der Mann sagte ihr, sie solle ihren Rucksack in den Kofferraum schmeißen und sie müsse sich überhaupt keine Sorgen machen. Keine Sorgen machen? Gab es dafür etwa Gründe? Felicity beharrte darauf, dass sie ihren Rucksack lieber vorne bei sich hätte, aber der Mann wiederholte, dass sie sich keine Sorgen machen müsse. Als er dann sagte, er habe eigentlich Lust auf eine Tasse Tee, war Felicity erleichtert. Sie bedankte sich bei ihm und sagte, sie werde es einfach bei jemand anderem versuchen. Doch der Mann ließ nicht locker und sagte, komm mit zum Tee, was kann eine Tasse Tee schon schaden? Die beiden ungleichen Fremden setzten sich also in die Tankstelle und tranken gemeinsam Tee, wobei der seltsame Mann Felicity über ihre Familie ausfragte und darüber, was sie von ihrer Anhalterei hielten. Sie erklärte ihm, dass sie darüber nicht sehr glücklich waren, ihr aber eine gewisse Unabhängigkeit zugestanden. »Das ist lächerlich«, sagte er wütend. »Du bist ihnen offensichtlich egal. Kein Elternteil, dem etwas an seiner Tochter liegt, würde sie trampen lassen.« Felicity hielt ihn für unhöflich, aber sicher nicht für gefährlich. Sie fand, dass er ein vulkanisches Temperament hatte, aber er schien keine schlechten Absichten zu haben. Also fuhr sie nach dem Tee per Anhalter mit ihm mit. Er drängte sie immer wieder, sich mit seiner Frau und seiner Familie in Tewkesbury zu treffen und dort zu bleiben, was sie seltsam fand. Sie wollte einfach nur nach Hause kommen. Er wurde zunehmend wütend auf Felicity und log ihr vor, dass sie durch Tewkesbury fahren müssten, um nach Hause nach Weymouth zu kommen. Was schlichtweg einfach nicht stimmte. Der Mann sagte ihr, dass er einen Freund in der Nähe treffen müsse und dass er sie absetzen und auf dem Rückweg wieder abholen würde. Der Mann wurde immer wütender und Felicity dachte, er würde sie jede Sekunde angreifen oder schlagen. Als er schließlich anhielt, um mit diesem Freund sich zu treffen, stieg Felicity, wie er es ihr gesagt hatte, aus. Glücklicherweise fand sie schnell eine andere Mitfahrgelegenheit, die sie wieder an eine Tankstelle absetzen konnte und von dort aus fand sie sicher den Weg nach Hause. Erst 14 Jahre später fand sie heraus, dass der Mann, der sie an dem Tag abgeholt hatte, Fred West war. Erst dann fand sie heraus, dass der wütende alte Mann und seine Frau Rosemary zwischen 1967 und 1987 10 Frauen gequält, vergewaltigt und getötet hatten, darunter auch ihre eigene Tochter. Felicity sagte später, ich kann mir immer noch vorstellen, wie der Mann, den ich jetzt als Fred West kenne, zu mir sagte, wie sehr sich seine Frau freuen würde, wenn ich mit zu ihr käme. Fred West und seine Frau Rosemary West hatten bereits mehrere Frauen ermordet, als Fred Felicity begegnete. Der Mann im Schrank. Im April 1979 schlich sich ein unbekannter Mann in das Haus einer 63-jährigen Frau namens Anna Williams. Er sitzt im Dunkeln in ihrem Schrank und wartet. Nach einigen Stunden verlässt er wütend das Haus, denn Anna war an diesem Tag beim Square Dance und besuchte danach ihre Tochter. Als sie spät abends nach Hause kam, bemerkte sie einen Zettel, auf dem ein Gedicht stand, mit dem Titel »O Anna«. Warum bist du nicht erschienen? Doch nicht nur sie erhielt dieses Gedicht. Auch ein Nachrichtensender in Kansas schickte der unbekannte Mann dieses Schreiben. Bei dem Mann handelte es sich um Dennis Rader, auch bekannt als der BTK-Killer. Sein Spitzname weist auf seine Mordmethode hin. Fesseln, foltern, töten. Es war der perfekte Plan für ein kleines Vergnügen. In dieser kühnen Frühlingsnacht, hieß es weiter in dem Gedicht. Ein Glück für Anna, dass sie an diesem Tag nicht früher nach Hause kam. Denn 2005 wird Dennis Rader für die Ermordung von 10 Menschen zu 175 Jahren Haft verurteilt. Seine grausame 30-jährige Mordserie überraschte alle, die ihn kannten.
Dennis Rada war Leiter einer Pfadfindergruppe und Vorsitzender des Kirchenvorstands. Seine Frau und seine beiden Kinder ahnten nicht, dass sie mit einem Mörder im Haus lebten. Wir wissen nie, welcher Person wir eines Tages vielleicht begegnen könnten. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Mein Name ist Alex und wenn ihr euch für gruselige und mysteriöse Geschichten interessiert, folgt gerne diesem Kanal, um keine weiteren spannenden Fälle mehr zu verpassen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Nö, Seriously Crime und Abnorm True Crime. Danke, dass ihr mir bei diesem Video geholfen habt. Ohne euch wäre es sicher nur halb so toll gewesen. Und ich freue mich auf viele weitere Videos mit euch. Wenn euch die Sprecher gefallen haben, folgt ihnen auf jeden Fall auf ihren Kanälen und auf Instagram. Ich habe alles nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir sehen uns das nächste Mal. Adios!